erforschen die kleinsten Kontinuumsroboter der Welt. Die haben nur wenige Millimeter Durchmesser und können sich eben wie ein Elefantenrüssel, wie eine Schlange winden um Ecken herum und sind dabei eben besonders klein. Beweglich ist alles und jeder in der Abteilung von Jessica Burgner-Kaas. Wer an Kontinuumsrobotern forscht, muss auch mal querdenken. Das Ziel ist stets der Mensch. Die Formel dafür ist ziemlich eingängig. Also sie sollen rein in den Menschen, sie sollen rein in all jene Orte, wo man eben mit konventionellen Robotern, mit den großen, schweren, nicht hinkommt. Überall da, wo man sich um Ecken herumwinden muss. Die sollen durch natürliche Körperöffnungen noch minimalinvasiver operieren, als das heute möglich ist. Dann hier ein kleines Löchlein. Roboterbesuch im Gehirn, ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Die Chirurgie wird es vorantreiben, wenn Metall sich durch den Schädel windet. Chirurg-Maschine-Interaktion, handgemacht. Wie kann der Chirurg besonders intuitiv ein Eingabegerät an die Hand bekommen, mit dem er den Roboter steuern kann und nicht das Gefühl dabei hat, dass irgendwas im Weg, sondern es tatsächlich ganz intuitiv in die Hand nimmt, anfängt, den zu bewegen und es gleich wie eine Verlängerung seiner Hand quasi verwendet. Das wäre die ideale Mensch-Maschine-Schnittstelle. Jessica Burgner-Kaas will ihre Forschung an Mini-Robotern kontinuierlich ausdehnen. Die Sache hat zwar einen Haken, doch das ist ihr eigener. Was in ihren Augen besticht, ist das bunte Miteinander der Disziplinen. Die Robotik ist halt ein ganz interdisziplinäres Feld. Die Robotik bewegt sich quasi zwischen ganz vielen Forschungsfeldern, zwischen der Informatik, dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und bei uns eben noch zusätzlich der Medizin. Dadurch treffen ganz viele Domänen und ganz viele Ideen und Menschen aufeinander. Das ist, glaube ich, das, was unsere Forschung so besonders macht, dass wir aus so vielen Ecken Ideen bekommen und eben nicht nur aus einem starren Blickwinkel darauf schauen. Neue Perspektiven einnehmen. Das verlangt die Informatikerin auch von ihren Mitarbeitern am Lehrstuhl für Kontinuumsrobotik in Hannover. Geistig immer in Bewegung bleiben, das ist das, was Wissenschaft. Man hat vielleicht eine tolle Idee, man hat so einen zündenden Gedanken, man spricht mit Leuten und hat plötzlich ja, eine Vision, wie man was lösen kann und dann läuft man da gemeinsam in diese Richtung und das ist das, was daran Spaß macht. Dieses Wissen schaffen, neue Ideen umsetzen. Und einfach ein Stück weiter gehen als alle bisher.